kann man das auch einmal zeigen, dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen besser. Wenn ein Verkehrsminister mit eigens gebastelten Anschauungstafeln zur Pressekonferenz erscheint, dann lässt sich erahnen, es ist für ihn ein wirklich großer Schritt, den wir aber heute schon planen müssen. 102 Akkuzüge. Ähnlich wie dieses Modell aus Mecklenburg-Vorpommern will das Land bis 2029 anschaffen. Kosten rund 1 Milliarde Euro. Unausweichlich, sagt das Land. Denn von den Zugstrecken in Niedersachsen hat die Hälfte keine elektrische Oberleitung. Während auf der orangenen Strecke zwischen Cuxhaven und Bremervörde Wasserstoffzüge rollen, soll auf den restlichen Strecken von Diesel auf die neuen Batteriezüge umgestellt werden. Dies sei die beste Antriebsart, so eine Analyse des Landes. Die hat gezeigt, dass in den Strecken, wo wir zum Beispiel Ansatzpunkte der Elektrifizierung schon haben, weil wir den Übergang haben, der batterieelektrische Zug wirtschaftlicher ist. Soll heißen, wenn Teile einer Strecke, zum Beispiel der Bahnhof Uelzen, eine Oberleitung haben, können die Akkuzüge dort Strom tanken. Bei langen Strecken muss aber auch zwischendurch geladen werden. Das geschieht mit sogenannten Oberleitungsinseln, also Teilstrecken, die mit Oberleitung versehen elektrifiziert werden, wo dann der Zug während der Fahrt laden kann. Noch in diesem Jahr soll die Produktion der Akkuzüge ausgeschrieben werden. Geht es nach der Anschauungstafel vom Minister, sollen 2037 alle Dieselzüge im Nahverkehr ersetzt sein.